Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um Piranha 3D. Das Remake des 70er Jahre Horrorklassikers, in dem ein Seebeben während der Hochsaison prähistorische Piranhas freisetzt. Und die haben richtig Hunger. Sam, irgendwas hat mich gebissen. Sam, was ist da unten los? Wer sich gefragt hat, was aus den Karrieren von Elizabeth Shue und Ving Rhames geworden ist, erfährt das in diesem Film, in dem auch der Enkel von Steve McQueen mitspielt, und der hat Filmstar auf der Stirn geschrieben, ebenso wie Kelly Brook, für mich der beste Grund für eine 3D-Brille. Der Streifen ist 1A gefilmt, Horror, Satire und Softporno in einem, und zielt voll unter die Gürtellinie und macht das auch noch richtig gut. Denn es gibt hier nicht nur die besten abgefressenen Körperteile, die ich seit langem gesehen habe, sondern auch jede Menge Titten und Ärsche, die in die 3D-Kameras wackeln. Piranha 3D, der eigentlich Piranha 3D heißen müsste, haha, ist der Überraschungsfilm des Jahres. Er vergießt gefühlte 10 Millionen Liter Filmblut in Lake Victoria. Er ist sexy, witzig und eklig, und das bis zu seinem absoluten superklasse Ende. Der sehr misslungene zweite Teil des Originals von 1981 kam von einem aufstrebenden Regisseur namens James Cameron, der davon heute so gar nichts mehr hören will. Was ist denn da los bei euch? Was immer du tust, geh auf keinen Fall ins Wasser. Der See ist ab sofort für alle gesperrt. Da ist irgendwas im Wasser! Piranhas jagen als Meute. Beim ersten Biss fließt etwas Blut. Das Blut zieht die Meute an. Der Streifen ist ab 18 freigegeben und startet zeitgleich in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 14. Oktober. Piranha 3D ist gut, dafür gibt's zu mir ein B. Lass uns deine Gedanken über den Film wissen. Außerdem, nachdem wir Elizabeth Shue ja eine ganze Weile nicht im Kino gesehen haben, gibt's einen Star, den du gern mal wieder in einem Film sehen würdest. Wie immer natürlich viel Spaß im Kino, und wenn dir gefällt, was ich hier mache, bitte gern Daumen hoch werten, kommentieren und abonnieren. Für heute tschüss aus Hollywood.